Nummer 2. Die SPD, ganz klar, stärkste Partei. Eines der besten Ergebnisse im Westen. Die FDP hat 2% vor der Stunde. Die Hürde sieht leicht in der Bürgerschaft. Die Grünen mit 12%, leicht im Aufwind. Die AfD geben wir mit 5,2%. Es ist doch eher wahrscheinlich, dass sie in die Bürgerschaft einzieht. Sicher ist das in der Realität. Die anderen Parteien 4,3%. Für die Bürgerschaft bedeutet das, dass mit der AfD erstmals 6 Parteien drin wären. SPD hätte dann nach jetzigem Stand 59 Mandate. Die CDU 20, die Linke 11, FDP hätte die 9 Mandate, die Grünen 15 und die AfD 7. Wer könnte jetzt bei dieser Prognose? Das ist ein ganz großer Vertrauensbeweis der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Und deshalb will ich an dieser Stelle vor allem das sagen. Einen schönen Dank für dieses Vertrauen, für diese Zustimmung. Und das haben wir im Wahlkampf gespürt. Das habe ich ganz viel gespürt, auch die oft sehr persönlich gemeinte Zuneigung. Wir werden niemanden enttäuschen. Wir werden den Auftrag, den wir bekommen haben, umsetzen. Darauf können sich alle in dieser Stadt Hamburg verlassen. Aber es steht ja schon fest, dass es sehr gut gefallen ist.